Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Stappenbach Challenge mit dem lieben Werner von den Burning Gamers und Randy Sachsen Let's Player. Guten Tag. Hallo, hallo. Genau, es geht weiter. Immer noch dieselbe Aufnahmesession, deswegen ich mache immer ganz gerne die Anmerkung nochmal. Nicht wundern, wenn die Kommentare nicht sofort umgesetzt werden. Die Sachen, die da so dabei sind und wichtig waren, weil wir eben auch immer mal mehrere Folgen am Stück aufnehmen. Das ist jetzt so der heiße Scheiß. Kannst du dich noch an die Zeiten dran erinnern, wo mir gesagt worden ist, boah, Alter, eklig, hast du jeden Tag die gleichen Klamotten an? Ja, es war tatsächlich so. Wenn du an einem Tag mehrere Projekte aufgenommen hast, kamen dann irgendwann die Kommentare, boah, du hast die ganze Woche schon dasselbe T-Shirt an. Ja. Gamer. Ja, Life of a Gamer. Ja. Also, Sie müssen aber bitte Ihr Kfz wegräumen. Wer? Die. Ja, wir haben beide wer gefragt. Wer hat zuerst wer gesagt hat? Welches Kfz? Ne, sie haben einen Drescher mitten auf dem Feld. Ein Drescher? Ein Drescher in MB-Truck. Ja, den fahr ich weg. Moment. Boah, ich bin gerade zum falschen Feld gefahren. Boah, ich stehe bei Randy und denk mir, hey, was macht denn der da? Oh, verdammt. Anhänger mitnehmen bitte. Wenn du jetzt mal Shift H drückst, Randy, bleib mal stehen, drück mal Shift H. Shift H, ja. Da hast du, hier, Exzellenz, ja. Da hast du die Seite, aktive Seite, das ist der zweite Punkt. Ja, links. Genau, und jetzt stell dir das einfach so vor, du fährst ja in Fahrtrichtung. Ja. Und dann gehst du immer von der Seite aus, die du schon bearbeitet hast. Also und bei beide. Dir ist das jetzt, bei dir ist es jetzt in Fahrtrichtung, die rechte Seite ist quasi die bearbeitete. Ja. Und an der soll er sich orientieren. Ah ja. Das heißt, du müsstest jetzt auf rechts stellen. Ja. Wenn du jetzt auf der anderen Seite vom Feld stehen würdest, hier drüben, würdest dieselbe Richtung fahren, dann müsstest du die linke Seite auswählen. Mhm. Ja, das ist alles. Also, und dann Feld neu erkennen oder okay? Kreisfahrt? Nee, den Rest lässt du alles so und dann drückst du auf dem Feld einfach nur H, wie Helfer anschalten. Und dann macht der, dann detektet er das Feld und schickt den los. 1,9 Hektar, Wahnsinn. Ja, ist gar nicht so groß. Oh, null. So. Wow, warum ist das alles so teuer hier? Also ich will ja nichts sagen, ne, Werner? Ja, hier bitte. Aber das Feld der 117 ist echt eine Ausnummer. Ja gut, das stimmt allerdings. Da hast du ein Schnäppchen geschlagen, ey. Der Traktor ist hingestellt, ne? Was hältst du denn davon, wenn wir das mit den 6000 einfach lassen, weil ich dich wirklich richtig gut leiden kann und wir machen einfach 15% vom Ertrag? Nein, tut mir leid, das ist schon kalkuliert. Das Problem ist, ich fahre ja einmal rum, da hat er das ja schon rein. Aber ich gönn dir das, den Gewinn. Das ist nett. Ja. Das ist nett. 6.000 ist ja auch eine relativ gute Wenn du mal was brauchst, ne, komm nicht zu mir. Danke. Ja. Ja. So. Das. Du bist ungefähr halb rumgefahren, Tino. Wie viel hast du ungefähr drin? Ich habe 2.000 drin, 30%. Du kommst auf alle Fälle vier im Anhänger vorbei, ohne dass du voll wirst, ne? Da vorne ja. Sehr gut. Aber leider musst du hier mal bei dem Feld ein bisschen Baumpflege betreiben. Ja, das ist sowieso die nächste Frage, wie wir das mit den Bäumen machen. Du meinst Forst? Generell Forst oder auch mal ein Bäumchen zwischendurch, ja? Was ist denn ein Bäumchen zwischendurch? Ja, wenn mal irgendwas falsch steht, dann also kommt's weg. Also wenn tatsächlich ein Baum im Weg steht, mein Felder, weil der wirklich im Weg steht, ja, dann wird der... Wäre ich damit einverstanden, den einfach abzuholzen. Okay. Ja, dann geht es ja um den einen Baum. Das stimmt. Forsttechnisch ist natürlich die Frage. Also es kommt immer darauf an, kann ich euch ein bisschen was nach der Folge dann mal, also nach der Aufnahme mal erzählen, was wir da so für ein Konzept hatten. Forsttechnisch, weil bei Forst läufst du immer die Gefahr, wenn sich einer auf Forst spezialisiert, ist das Ding rum. Ja, das wird halt sehr gewinnbringend, ne?
Ja, also dann leider. Müssen alle Forst machen, ansonsten kommst du nicht mit. Das glaube ich sofort, ja. Okay, und das ist halt das Problem. Aber dafür haben wir eine gute Lösung gefunden eigentlich. Also eine, die funktioniert jedenfalls. Oh, was hast du denn für einen schönen Traktor dran an dem Anhänger, Mensch? Achso. Das ist ein Fendt, den haben wir fast schon gesehen. Genau. Macht man das bei euch so, dass der Schneidwerk oben bleibt? Ja, tatsächlich im Osten fährt man das Schneidwerk oben, ja. Achso, ja, du. Ja, ja. Ja. Andere Länder, anderes hinten, ja. Das ist andere Länder! Ja, passt der Typ. Ja, gut, stimmt, ja, wenn er aus Österreich. So. Oh, da wartet der hier sehnsüchtig schon auf die Kohle, ey. Aber Werner, ist das schlimmer, ne? Gehen in die Kirche, setzen sich an die Orgel, weißt du? Machen damit ihre Ernten. Hallo, ich schau dich aus wie Andreas Hofer mit Vollbart. So. Gut, eine Runde rum. Oh, das ist doch sehr vielversprechend, was da rauskommt. Ja, sag ich ja. Mir glaubt's ja keiner. So, wo ist denn der dicke Fan? Warte mal. Oh nein, bitte nicht. Hast du auch gerade ein Problem gehabt mit dem Fahren? Nein, aber ich glaube, ich habe eine dumme Vermutung. Wäre? Ich glaube, die Feldgrenze zwischen 117 und 118 existiert nicht. Du hast doch schön gezogen. Achso, du lässt einen Helfer jetzt laufen. Mach nicht mal alleine. Nein, nein, ich fahre natürlich selber. Natürlich, deswegen ist da auch ein G im... Ja, okay. Also, scheiße, das sieht man ja. So, Randy, du bist durch mit einmal grubbern. Jo. Ja, da würde ich mir direkt mal den Dünger gönnen hier. Hättest du schon vorher drauf fahren können, macht den Unterschied. Ja, das stimmt. Dadurch, dass ja... haben wir jetzt Chopped Straw drauf? Das weiß ich gar nicht. Habe ich nicht nachgeschaut. Das kann ich dir nicht sagen. Nee, haben wir nicht drauf. Weil ich habe nämlich gerade Raps geerntet. Wir haben keinen Chopped Straw drauf. Wir haben nämlich gerade... Ich habe Raps geerntet und es ist nichts liegen geblieben. Ich will nach der Folge aufmachen. Also Chopped Straw und Speed Player. Player Speed Mod? Oder Player Speed, ja. Ha, ich weiß nicht, welche Richtung ich investieren soll. Ich würde den Kompostmaster vorschlagen, aber der ist weg. Danke. Was ist denn das? Ich glaube, dieser Schachzug war gar nicht so doof von mir. Könnte leider wahr sein. Das Problem ist, also das ihr ist könnt, scheiße, ich würde euch zumindest ein Angebot machen. Ich würde euch mehr Geld für euer Stroh bringen, ergeben, wie ihr im Strohverkauf bekommt. Also wenn ihr jetzt, ich meine, Stroh hat man ja meistens massenhaft, wenn man dann so großes Feld mal erntet. So viel Ballen braucht ja auch keiner. Ich würde zumindest mehr dafür bezahlen. Das ist doch schon mal ein Angebot. Hintergrund davon ist, er bekommt ja im Kompostmaster daraus noch mehr. Er hat aber auch investiert dafür, das muss man auch dazu sagen. Ja, wie viel sind nur 35.000 im Kompost? Und man muss auch nicht mal immer alles hinterfragen, ja? Doch, muss man. Na gut, ja, der Mafia hier, ey. Ja, ja, das wird sich hier noch prächtig entwickeln, habe ich das Gefühl. Aber oh. Renny, mach erstmal die Sämaschine scharf. Ist die schon geladen? Ja, ich muss erstmal kurz den Gruber hier abstellen. Ich kann ja nicht alles im Dorfzentrum stehen lassen, weil sonst wird er wieder rumgeheult. Ach, Moment, was kannst du denn ansehen? Alles bis auf speziell. Was ist speziell? Naja, es gibt auch Saatmaschinen, die nur speziell, ne, das Ding hier. Kannst du Sonnenblumen ansehen? Kann er nicht. War klar. Wird gesagt, ne, wird nicht mehr geprüft, das ist ja ganz schlimm ist das ja in der heutigen Gesellschaft. Bin ich als Saatmaschine. Die Estrella hast du, ne? Jo, die kann so ein Blumen, natürlich kann die das. Natürlich. Junge. Kann sie nicht. Klar kann sie das. Die wird noch modifiziert dafür. Achso, Moment. Die kann so ein Blumen, Tatsache. Aber Randy, das ist viel zu billig, 1700. Hör du doch nochmal auf. Was redest du denn jetzt hier? Ja, grobern und sehen. Ja gut, aber du darfst nicht vergessen, mein Feld hat nicht knapp 2 Hektar oder so und er fährt zweimal vor und zurück. Ja gut, das stimmt jetzt auch nicht, aber ja. Also jedenfalls mit der Saatmaschine. Mit der Saatmaschine fährst du zweimal vor, zweimal zurück, ist fertig. Das Saatgut bezahlst du natürlich noch extra, das ist mal ganz klar. Tanz ist gar extra. Steht dann so ein angefangener Feedback im Loch drin am Händler und sagt, ja, nimm mal, das war's schon. Hier, für dich. Ja.
Soll ich das mal aufklären mit dem Ansehen und Grubbern, wie ich auf den Preis komme? Tun Sie sich. Es ist tatsächlich so, wenn man, wenn man jetzt das in Rechnung stellen würde, offiziell ist ja Grubbern und Sehen mit vorgesehen. Kurze Frage, Fertilizer ist Dünger auf Englisch? Dünger, ja. Ja. Alles los, Engs. Ich habe es eingegeben, einmal Grubbern für das Feld und einmal Ansehen für das Feld und bin da auf ganz, also wirklich nur ganz, ganz wenig mehr gekommen. Es ist tatsächlich sehr, sehr günstig. Okay. Ja. Also um es jetzt mal zu konkretisieren, die Zuschauer haben es ja eh gesehen, könnten schreiben, ich habe 2000 würde das kosten, also wenn man eine offizielle Rechnung stellen würde. Sind natürlich so Sachen, da müssen wir uns überlegen, passen wir es an, passen wir es nicht an. Beziehungsweise, ja, sage ich aber auch ganz ehrlich, das Problem haben wir bei Gamsting. Wenn jetzt aktuell helfen wir uns noch ein bisschen gegenseitig, dann wird das LU übernehmen, das ist einfach Fakt. Und wenn das LU wirklich wesentlich teurer wie der Helfer ist, dann macht es keinen Sinn, das LU zu bestellen. Das ist richtig. Und deswegen haben wir halt so, also die Kosten müssen da sehr im Rahmen bleiben und man muss es so sehen. Sagst du zum LU bestellen und ernten, dann sind das 3 Arbeitsschritte, da kommt schon was zusammen und du musst auch gucken, dass du ja noch was von dem Feld rausbekommst. Also finde ich jetzt. Die Einstellung bleibt, pflügen an 3 Düngestufen. Das ist mir egal, wie ihr wollt. Pflügen müsst ihr ja nicht, ab nur an oder aus, das ist relativ. Sowohl als auch kein Problem mit beiden. Okay. Legen wir voll und... Also pflügen muss ja jeder selber wissen, die 5%, ob er sich die gönnt oder nicht. So. Oh, shit. So, tatsächlich eine Ewigkeit dauern, das Feld zu ernten. Ja, das denke ich mir auch gerade, wo ich die Sämaschine rumreiße. Oh, Werner, wir haben in echt große Felder investiert. Naja, am Anfang hast du halt noch Geld, ne? Und da. Ja, ist klar, es ist zu überlegen natürlich. Deine Popelfelder bringen halt auch nicht viel. Nee. Der Rollsky, ja! Oh, ich sehe, du bist beschäftigt. Na, was macht die Sämaschine? Ich scheiß Beton, Alter, ja, der. Hier können wir noch einen Böhm! Also, Verkehr ist tatsächlich auf der Map etwas tricky. Vor allem, wenn man mit dem Drescher unterwegs ist. Aber es hat natürlich auch einen Reiz. Hier geht gerade gar nicht mehr. Ja, wo bist du denn schon wieder? Ja, mach die scheiß KI-Dinger alles. Also wäre das einfachste der Welt. Wo bist du denn? Na hier, kurz vor deinem Feld. Kurz vor Rolex. Kurz vor Rolex? Komm, fahr rüber, du Blödfan. Ja, jetzt geht's. Ach, von da oben kommst du? Ja, ich komm von hinten. Oder von da oben, whatever. Das ist halt die Strecke, die direkt beim Händler ist. Ja, ja. So, sie hätten gerne Sonnenblumen, ne? Sonnenblümchen, da hätte ich Bock drauf. Warum eigentlich Sonnenblümchen? Verstehe ich jetzt noch nicht. Hab den Preis gesehen. Ja, der Preis ist gleich kaputt, wenn ich verkaufe. Ja, na 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 na. Ich verkaufe immer so ein Häppchen, weißt du? Du wirst ja nicht die Preisspirale. Achso, und immer wenn's fällt, wieder ein Häppchen. Ja, ja. So dass der Preis ganz runter. Du wirst mir doch nicht den Preis kaputt machen, Werner. Was? Absichtlich natürlich überhaupt. Nein. Oh, warte mal, Wartungsarbeiten am Schneidwerk sind gerade eingetreten. Die Sonnenblumenernte könnte sich verzögern. Da hat wohl einer die Schmirnibbel nicht richtig abgedrückt. Aha. Also die Höfe sind abartig eng. Allein mit dem MB-Truck mit Anhänger hinten dran umzulenken, ist absolut fast nicht möglich. Wahnsinn. Müssen wir mal hier die Tore schließen. Wahnsinn, Wahnsinn. Hier ins Lager zu kommen, ist ja nicht von schlechten Eltern.
So, Lager müssen wir natürlich aktivieren. Achso, wir haben ja natürlich alles Lagerbestände 0, ne? Ja, klar. Ihr dürft dann auch nicht mehr schauen, Lagerbestand über Escape, ne? Nee, ich gucke auf diesen Schaltkasten halt, ne? Aber ich kann bei dem Schaltkasten nicht abkippen. Musst du rasch aktivieren. Hab ich angemacht, dann ist das hier aufgeklappt. Also. Leuchtet der Bildschirm? Ja. Keine Ahnung. Bei mir kommt kein Abladesymbol. Hast du unten die Klappe aufgemacht? Die Klappe? Auf dem Boden? Ja. Die geht automatisch auf. Aha. Dann ist es vielleicht nicht für die Frucht geeignet. Klappe öffnen. Okay, obwohl sie offen ist. Ah, okay. Also die Klappe ist tatsächlich offen, aber zu. Interessant. Und es funktioniert immer noch nicht. Okay, das ist strange. Aber warum kann ich nicht abladen? Das ist natürlich echt jetzt ein bisschen blöd. Habt ihr schon mal was ins Lager gekippt? Ja, nein. Bei mir hat eins geklappt. Angemacht und dann. Ja gut, der Trigger war relativ weit vorne, aber ansonsten ging das ohne Probleme. Mensch, mal noch. Nee, das wird nichts. Das heißt wohl erstmal den Raps verkaufen. Was jetzt auch nicht schlimm ist, ist gleich um die Ecke. Schade, schade. Oh, die Schubkarre des Todes hat zugeschlagen. Aber meine lieben Freunde, wir sind auch erstmal fertig. Ihr lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei. Die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns morgen schon wieder mit einer neuen Folge hier auf Stappenbach. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.